everything changes. Halli, hallo, hallöchen. Heute mal wieder Map-Vorstellung im LS17 für den PC. Valleycrest 1.8 steht da. Ich hätte gemeint, ich hätte 1.2. Aber wenn das da so steht, wird das schon richtig sein. Und zwar ist das eine umgebaute Standard-Map und die Original-Map eigentlich die Gold Quest Valley. Und das ist ja schon mal eigentlich cool. Hier gleich mal eine Tankstelle. Leider noch leer. Hier haben sie einen Zaun gemacht. Jawohl. Die Hühner kann ich noch hören. Aber sie sind irgendwie hier hochgekommen. Okay. Hey, hey, hey. Zugstrecke ist wohl anders. Da haben wir eine Brücke. Ich glaube, die ist original nicht so. Hier haben wir, was haben wir hier beim Hof hier? Irgendwie eine Lagerhalle. Dann haben wir da die Silos. Jawohl. Sieht irgendwie recht cool gemacht aus. Auch hier mit dieser schönen Mauer. So, dann haben wir hier eine geteerte Straße auf dem Hof quasi. Und dann haben wir hier gleich Tiere. Okay. Warte mal, da haben wir hier so eine schöne... Schöne alte Asbesthalle, hätte ich fast gesagt. Sieht auf jeden Fall mal so aus. Kann ich sogar reingehen. Und da steht der Drescher drin. Okay. Sehr schön, sehr schön. Hier haben wir Danger. 240 Volt. Ich dachte, in Amerika haben sie bloß 110. Okay, mein Fehler. Wahrscheinlich. Ist hier in Valleycrest anders. So, dann haben wir hier oben schöne Hallen hingestellt. Jawohl, hier haben wir irgendwie so ein Lager, so wie es aussieht. Eigentlich hätte ich mir das Auto schnappen sollen, wenn es ein Auto hat. Da haben wir, weiß gar nicht, Zuckerrüben oder was? Könnte sowas sein, Zuckerrüben, Kartoffeln oder so? Ja, irgendwie sowas. Zuckerrüben, Kartoffeln und irgendwas anderes. Da haben wir irgendwelches Viehzeug. Das könnten die Schweine sein. Wenn ich da auf die Karte unten schaue. Da haben wir noch so eine Standardhalle. Sage ich mal. Standard auch nichts drin. Komisch. Dann haben wir, was haben wir da? Saatgut, Dünger. Alles klar. Klingt ja schon mal gut. Ein Gewächshaus. Ist das richtig? Also eigentlich, also erst habe ich ja gedacht, ob die Karte, ob ich die überhaupt zeigen soll, aber ich bin noch gar nicht vom Hof runter und automatische Türen. Was kann es Besseres geben wie automatische Türen? Und da habe ich schon wieder den Helikopter irgendwo drauf. Ich hatte auch beim Start, das habt ihr nicht gehört, bin ich eigentlich wahrscheinlich mit dem Helikopter gerade hierher geflogen worden. Weil da waren eigentlich so Helikoptergeräusche. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Oh nein, da fliegt wirklich ein Helikopter. Alte Scheiße hier. Luftangriff oder was? Okay, Helikopter war keine Einbildung, ist wirklich geflogen. Muss ich doch nicht zum Psychiater. So, was haben wir hier? Hier haben wir auch noch eine schöne Halle. Da steht wahrscheinlich auch nichts drin. Also eigentlich cool gemacht bis jetzt. Hier haben wir... warte mal. Wasser, Produktion, Wasser. Rohstoff, Wasser. Keine Ahnung. Vielleicht können wir hier das Wasser sauber machen. Oder so. Vielleicht produzieren wir aus Wasser Wasser. So, was haben wir hier noch? Auch noch eine sehr schöne Backsteinhalle. Garage eigentlich, so wie das aussieht. Nichts drin. Auch nichts drin. Die Geräusche sind natürlich cool. WD-40 würde dann natürlich Abhilfe schaffen. Macht es aber nicht so schön interessant für den Einbrecher, weil dann kann man ihn ja gar nicht mehr hören, wenn alles so leise ist. So, das ist glaube ich die einzige, was hier noch standardmäßig ist. Der Rest ist glaube ich alles umgebaut. Muss ich gerade mal schauen für meine Karte, wie ich das könnte. Der hat das hier hingestellt, aber der hat da...
Noch Beton gegossen. Okay. Ist hier was drin? Wo ist denn mein Auto? Das steht wahrscheinlich hier genau vor der Tür, wie immer. Da ist es ja. Alles klar. Aber es heißt ja, wir haben Zuckerfabrik, Transportfirma, Holzverladestation, Sägewerk, Milchumschlagplatz, Lagerhalle, Garage mit Werkstatt, Wasserturm, Biogasanlage, Wasserkraftwerk mit Brücke. Ich möchte ja gerne mit dem Zug fahren. Die Zugstrecke ist angeblich, ich weiß gar nicht, wo ich da bin, angeblich geändert worden. Also hier bin ich ja schon mal irgendwo ganz woanders. Und die meisten werden wahrscheinlich die Zugstrecke von der Originalkarte kennen. Und wir fahren jetzt mal hier, glaube ich, über eine Brücke, die sonst nicht existiert. Ich glaube, die Straßenführung ist auch teilweise geändert, so wie wir es da unten sehen und so wie es auch in der Beschreibung steht. Jawohl, da haben wir unbeschränkten Bahnübergang. Jetzt fahren wir eigentlich eine Strecke, wo der Zug sonst nicht lang fährt, meiner Meinung nach. Hier haben wir einen beschrankten Bahnübergang, sehr schön. Dann aber hier so, jawohl. Hier schön an der Felswand, Felssicherung wurde da gemacht. Oder ich weiß nicht, irgendwie geht da ein Rohr durch. Auf jeden Fall kann der Hang nicht mehr wegrutschen. Da haben sie ordentliche Arbeit geleistet. Okay, wir fahren eigentlich am Rand der Karte lang. Das ist eigentlich so, wie man sich das eigentlich auch immer wünschen würde. Hier hinten fährt der Zug natürlich nicht lang. Und da liegt irgendwas im Wasser, was da sonst auch nicht ist. Kann ich hier vom Zug runterspringen? Oh ja. Okay. Tschüss, Zug. Sorry, jetzt muss da mal was. Was liegt da drin da unten? Ein Rohr. Da ist ein Staudamm. Okay. Das ist natürlich original überhaupt nicht so. Ist das das Wasserkraftwerk? Wahrscheinlich, nehme ich an. Man kann es sonst nicht. Auf jeden Fall ist da irgendwie ein Staudamm. Hier ist ein Rohr. Pipeline-Rohr. Ein alter Bagger. Hier kann man. Keine Ahnung. Was kann man hier? Das ist auf jeden Fall ein Schild. Jetzt kann man da Sand hinbringen, oder was? Ich weiß es nicht. Hier steht ein alter Container rum, der sonst auch nicht da wäre. Das ist hier diese Abgabestation. Die ist natürlich auch da. Hier ist eine geteerte Straße oder betoniert. Ich weiß nicht, was es wirklich ist. Ob es Beton ist oder ob es Teer ist. Spielt ja auch keine Rolle. Hier ist sonst natürlich auch keine Straße gewesen. Und hier haben wir jetzt eigentlich dieses Gebäude, Staudamm, das Wehr, wie man es auch immer schimpfen möchte. Hier haben wir natürlich schön Schilf und Seerosen. Und das Gebäude sieht eigentlich recht schnieke aus. Und dann geht hier die Straße irgendwie weiter. Also sehr schön. Okay, wir fahren mit unserem Zug hier oben weiter. Hier haben wir jetzt eigentlich Holzverladestation, haben wir sonst hier natürlich auch nicht. Immer natürlich gleich Wald, das würde sich natürlich anbieten, um dort natürlich gleich Kleinholz zu machen und hier auf den Zug zu verladen. Und wir versuchen uns mal einen Überblick zu machen. Da hinten, die nächste Straße, was da kommt, das ist doch mit der Brücke, das gibt es sonst eigentlich auch nicht, damit die hier hochführt. Okay, das ist auf jeden Fall eine neue Straßenführung, können wir da schon erkennen. Da hinten haben wir auch irgendwie ein bisschen Sand oder Kies, keine Ahnung. Ich glaube, das steht sonst auch nicht hier. Hier können wir auf jeden Fall mit dem Zug was abgeben oder hinbringen oder holen. Eigentlich holen wahrscheinlich mehr. Hier haben wir den Viehhändler, das hat sich auch ein bisschen geändert hier, glaube ich. Das ist ja eine Riesenanlage. Okay. Auf jeden Fall. Wow, 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 wow. Kriege ich hier den Zug gestoppt, oder was?
Ich glaube schon. Stopp. Wir lassen den kurz weiterfahren hier an uns vorbei. Bis der angehalten hat, habe ich natürlich den schon wieder eingeholt. Genau. Und hier, was haben wir denn hier? Nordzucker. Jawohl. Nordzucker in. Wie heißt es schon wieder? Valley Quest. Okay, das ist hier die Zuckerfabrike. Hier können wir die Rüben verarbeiten lassen. Das hier ist auch so ein Standard-Mod, sage ich mal, was man schon öfters gesehen hat hier mit der Zuckerfabrik. Aber ganz nett eigentlich. Und hier auch sehr schön eingearbeitet. So, und dann fahren wir hier über die Brücke, die original eigentlich auch nicht da ist. Ein riesiger Brückenpfeiler in der Mitte. Sehr schön gelöst. Ich hätte ihn vielleicht nicht ins Wasser gestellt, wenn ich der Brückenbauer gewesen wäre. Aber sehr schön sieht's aus. So, was haben wir da unten noch? Da unten sieht's aus, ob da noch ein anderer Zug eigentlich ist. Aber in den konnte ich jetzt noch nicht einsteigen. Auf jeden Fall hier, diese Brücke ist standardmäßig sowieso auch nicht da. Aber hier mit diesen Pfeilern finde ich hier natürlich wieder richtig cool. Den im Wasser, ja, funktioniert natürlich so lange, wie er standhält. Und da unten ist eigentlich unser Hof, wenn ich das richtig sehe. Sieht auf jeden Fall schon fett aus, der Hof. Okay, und dann sind wir hier vor. Okay, sorry, ich bin schon wieder vom Zug gesprungen. Das sollte man im wahren Leben natürlich nicht machen. Zugspringen ist blöd. So, hier haben wir. Was haben wir denn da? Was ist hier? Kohle oder was? Hier haben wir hier Holz und so. Können wir da reinschmeißen. Wenn das da dreht, bin ich Matsch. Und hier können wir wahrscheinlich verschiedene Sachen herstellen. Palettenzeug oder was weiß ich hier. Ja, voll. Das ist ja mal eine schön aufgebaute Fabrik hier. Hier in der Halle. Da muss ich jetzt reinschauen. Könnte ja sein, damit vielleicht irgendwann mal was drin steht. Nö. Die Hallen sind alle irgendwie leer. Also wir können auf jeden Fall Geräte kaufen, die wir da reinstellen können. Gut, da haben wir noch einen Wasserturm. Jo, hier können wir Holzverarbeitung machen. Das sieht eigentlich sehr cool aus. Also ich bin positiv, sehr positiv überrascht hier von dieser Map. So, die andere Bahnstrecke hat sich natürlich auch geändert. Theoretisch. Weil der eine Zug fährt jetzt so und der andere fährt jetzt so und der andere fährt nirgendwo mehr hin, oder wie? So. Und mit denen noch eine Runde fahren hier. Ich weiß nicht, ob wir so viel Zeit haben. Ich denke, wenn wir schauen, wenn ja jemand eine Map spielen will oder runterladen will oder so, schaut er sich die ja vielleicht erst vorher an, bevor er da irgendwo stundenlang Karte runterlädt und merkt nachher, war blöd. Na, deswegen hier mal so eine kurze Einführung. Ich sag ja, man kann ja nicht alles zeigen. Man kann jetzt nicht testen, wirklich jedes Gebäude funktioniert das hier mit der Industrie. Haben wir da irgendwo Bugs drin oder keine Ahnung? Oder ist das doch irgendwas, was einem denn nicht gefällt oder was nicht funktioniert? Das Problem ist ja immer, ob irgendwas nicht funktioniert, da hat man vielleicht irgendwo ein Feld, was denn irgendwo, keine Ahnung, irgendwelche grünen Flecke drauf sind oder hast du nicht gesehen oder die Fabrik irgendwo das Zeug nicht annimmt. Okay, wir sind auf jeden Fall auf einer neuen Bahnstrecke unterwegs und wir fahren Richtung, keine Ahnung, Süden oder Osten oder Westen. Irgendwo fahren wir jedenfalls hin und zwar eigentlich da lang, wo wir sonst eigentlich nicht lang fahren. Da unten haben wir auch Straßen, die geteert sind. Die sind früher auch nicht geteert gewesen. Das ist alles natürlich hier für die schweren Geräte natürlich schön gemacht. Hier haben wir Hochspannungsleitungen. Gibt es original auch nicht. Aber gefällt mir. Hier alte Brücke. Das sieht doch mal cool aus. Und da haben wir irgendwie einen Tunnel, wo ein Zug reinfährt. Das ist wahrscheinlich den, wo wir nicht einsteigen können. Vielleicht kann man den wegschicken. Ich weiß es nicht. So, und da, wo jetzt da unten dieses Silo ist, ist ja früher mal der Kuhstall gewesen. Oder ist der Kuhstall da immer noch?
So, wir machen das wie mit dem anderen Zug. Wir springen einfach ab und rennen dort rüber und springen dann nachher wieder auf. Hier auf jeden Fall geteerte Straßen und irgendwie, das sieht aus wie der Händler. Kann das sein? Sieht aus wie ein Händler. So, ich renn Vollgas. Ich bin halt schlecht zu Fuß, deswegen dauert das so lange. So, und für mich werden nicht mal hier die Schranken aufgemacht. Wir sehen schon wieder am Himmel im da hinten Helikopter. Ein Super Puma greift uns an. Okay, das ist hier ein Händler für Pappkarton. Nein, für große, schwere Landmaschinen natürlich. Hier, das nette Fräulein aus dem Büro ist heute mit dem Roller gekommen. Okay. Sieht gut aus. Hier waren natürlich früher die Kühe gewesen. Können wir doch mal schauen. Alle Kühe sind weg. Hier haben sie da das Zeug hingestellt. Und hier sieht das auch eigentlich ein bisschen anders aus. Oder war da schon immer ein Zaun? Keine Ahnung. Okay, wir wollen natürlich wieder im Zug und weiter. Die Zugstrecke geht natürlich sonst nicht hier lang. Auf jeden Fall sind wir hier beim unbeschrankten Bahnübergang. Ne, beschrankten Bahnübergang wollte ich natürlich sagen, vorbeigekommen. Fahren eigentlich jetzt auf der anderen Seite an dem Rand der Map vorbei. Dort haben wir original auch eine Abgabestation. Können wir jetzt hier mit dem Zug leider nichts abgeben. Das wäre natürlich noch ein Highlight gewesen. Dann haben wir hier eine Brücke über die Schnellstraße, über den Highway, was sonst auch nicht da ist. Und dann haben wir da wieder eine Fabrik, wo ich natürlich nicht weiß, was ist das für eine Fabrik? Also wir haben auf jeden Fall einen Haufen Industrie hier. Toll. Drauf. Ich komme nicht rüber. Warte mal, ich muss hier runterspringen. Geht schon. Ah, beide Beine gebrochen. Aber geht, geht. Ich werde weiterlaufen. Von lieb her haben wir hier eine Anlage zum Stehen und das heißt hier. Keine Ahnung. Was wollen wir hier? Da können wir irgendwas reinschmeißen. Das ist doch sicher Schnaps oder so, ha? Und da können wir auch was reinschmeißen. Und hier haben wir einen Automaten. Da können wir mal schauen, was da produktionstechnisch dran steht. Sand, Wasser, Kies, Beton, Output. Okay, hier machen wir einfach Beton, ha? Gut. Sieht auf jeden Fall cool aus. Müssen wir natürlich ein Betonmischfahrzeug organisieren. Ja. Sonst sind wir. Also es ist komplett umgebaut hier alles. Da hinten ist zwar noch das hier, das Gebäude, das kommt da auch nicht sonst hin. Jetzt haben wir hier noch einen Zug. Kann ich doch einsteigen. Hier kann ich natürlich nicht einsteigen. Das würde natürlich das übertreffen, aber ich kann hier irgendwie wahrscheinlich Holz aufladen oder so. Kann ich den Zug wegschicken? Kann man diesen Zug wegschicken? Man weiß es einfach nicht. Da ist auf jeden Fall nichts. Nö, da war ein Kran. Da vorne ist irgendwas. Ich kann den Zug wegschicken, sag ich ja. Hab ich gleich gewusst. Fahr! Okay. Der ist weg, das haben wir erledigt. Der kommt auch wahrscheinlich nie wieder, wo er mich gesehen hat. Okay, da haben wir auf jeden Fall die Holzfabrike da. Hier, das ist original auch so. Den großen Teich mit ohne Fische. So, hier ein kleiner Bahnhof und dann kommen wir eigentlich wieder unten. Wo kommen wir jetzt eigentlich lang? Theoretisch fahren wir dann an der Seite von unserer Farm lang, aber da müsste ich jetzt eigentlich rechts abbiegen und der biegt hier, glaube ich, so lang ab. Okay. Hier ist eigentlich sonst die BGA irgendwo gewesen. Die ist eigentlich auch noch da oben. Jawohl, die ist so geblieben. Hier haben wir Kompostanlage. Okay. Dann haben wir da noch eine Bahnstrecke. Ich blicke hier nicht mehr durch, wie viel Gleise hier sind. Okay, da können wir irgendwie weit schauen. Naja, also richtig cool gemacht bis jetzt.
Ich sag ja, es hat noch die Straßenführung hat geändert. Wir können jetzt natürlich noch mit dem Auto drüber fahren hier über die ganze Map. Und dann weiß nachher sowieso keiner mehr, wo wir sind. Wir werden natürlich noch ein Stückchen mit dem Auto fahren. So, da vorne ist eh der Bahnhof. Ich suche mal das Auto. Das Auto ist hier. So, ich möchte nämlich hier lang fahren, weil hier hat sich, glaube ich, das meiste getan mit der Streckenführung. Genau, weil hier bin ich sonst rumgefahren, da war früher kein Zaun. Und jetzt ist da ein Zaun und dann fahre ich halt gegen den Zaun. Na, hier hinten, wo war das jetzt hier? Da war doch so eine coole Straße. So, die Straßen sind natürlich alle cool. Irgendwie sind die Bäume hier mehr geworden. Ist es das da gewesen, was wir von Weitem gesehen haben? Ich muss mal hier gerade schauen. Oh, wow. Macht nichts, so fahre ich immer. Oh. Hier, das gibt's sonst nicht. Genau hier ist die Straße. Jawohl, über eine Brücke fahren wir. Da unten fährt ein Zug. Jawohl, das sieht doch mal cool aus, hä? Bewegte Züge hier unterwegs. Der Hubschrauber verfolgt uns. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen hier rüberspringen. Uah, shit. Wir haben ihn abgehangen. Er hat gedacht, wir sind durchgedreht. Das kann nicht der MZ80 sein. So, okay. Hier sind wir mit dem Zug lang gedonnert. Oder nicht? Tachchen. Mary's Farm. Die ist aber groß geworden. Mary ist auch groß geworden. Okay. Ja, was soll man dazu noch sagen? Also sehr gelungener Umbau. Muss ich echt. Muss echt sagen. Fehler. Sieht eigentlich alles recht so super aus, solide eigentlich, wollte ich sagen. Ne, ist echt cool geworden. Hätte ich jetzt nicht gedacht, damit man aus dieser Standard Gold Quest Valley noch so viel rausholen kann. So, ihr habt keine Ahnung, wo ich eigentlich bin und ich. Ah, hier, ja, jetzt ungefähr weiß ich wo. So, wir fahren hier mal. Genau. Dann ist doch hier immer so eine kleine Brücke gewesen. Ist die eigentlich geblieben? Die Holzbrücke ist geblieben, jawohl. Okay, und das hier ist alles natürlich geteert worden, die ganze Straße. Da hinten fährt der Zug, den wir gerade gefunden haben. Hier haben wir eine Unterführung. Sehr schön. Da mal wieder ein Zaun. Da kann man auch so, wie gerade gezeigt, gegenfahren. Und dann haben wir hier schon das Dorf. Und jetzt wollte ich eigentlich, was mich noch interessieren würde, der Händler. Wir haben jetzt eigentlich hier, wo der Kuhstall ist, den Händler. Aber haben wir denn den Händler auch noch da, wo dann sonst der Händler ist? Oder ist der weg? Schauen wir mal. Hier ist irgendwas anders. Aber da ist noch eine Werkstatt. Wird nichts mehr angezeigt. Ja, das Gebäude ist noch da, aber kaufen können wir da nichts. Okay. Es ist jetzt einfach ein großer Parkplatz für die Einkaufsmöglichkeiten. Der ist geblieben. Der Händler ist zum Kuhstall gewandert und ja, einige Sachen erkennt man schon wieder. Hier ist auch irgendwas. Boah, das sieht ja komplett anders aus hier unten. Hier wird umgebaut. Alles klar, deswegen sieht es anders aus. Hier ist eine Baustelle. Warte mal. Wenn da eine Baustelle ist, muss man wahrscheinlich da Beton hinbringen oder so. Oder da oben. Das ist ja mal cool. Man muss hier eigentlich die Baustelle mit betreiben. Und ja, kann da wahrscheinlich, wenn man da Beton angerührt hat, kann man den dann verkaufen. So, ich muss hier den Zug einfach. Das stört mich, wenn der einfach hier so sinnlos rumsteht. Wenn man da Beton, kann man eigentlich da so Beton machen und verkaufen. Okay, da kann ich das Zeug rein, geht es da auf den Zug. Hey, coole Map, hä? Was meint ihr? Wenn ich ja nochmal eine Map anfangen würde,
würde ich ja die anfangen. So, was haben wir da hier? Den Gemüsehändler oder was? Warte mal, wir haben hier einen Geländewagen. Schauen wir mal. Ja, Geländewagen. Alles klar. Kartencenter. Roger, Roger. So. Okay, wir schauen mal hier. Können wir auch Kompost abgeben? Abliefern? Jawohl. Sorry, wenn die Karre. Wird euch auch immer schlecht, wenn ich fahre. Ja, geht mir auch so. Okay. Ich denke, da haben wir einen kurzen Einblick von dieser tollen Map bekommen. Ich werde diese Map noch in der Videobeschreibung verlinken, falls ihr die doch runterladen möchtet und spielen möchtet. Also, ich würde sie euch empfehlen. Und, aha, die Map ist noch von der Modder, heißt Dumme Max. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber ich sag's mal so, geschrieben wird's wie Damme und Max. Cool. Also, ich denke, wir haben da genug gesehen von der Map. Wir haben da auf dem Hof da einen Haufen Gebäude und Sachen und Viecher. Ich glaube, die ganzen Tiere sind ja eh auf dem Hof. Jawohl. Warte mal. Geht's da zum Hof? Hui. Neue Straße. Altes Leiden. Er kann nicht fahren. So, was? Warte mal, hier. Wow! Okay, wir brauchen unbedingt ein anderes Auto. Okay, da haben wir nämlich den Hof schon. Wie gesagt, alle Tiere hier vorhanden. Super Umbau, muss echt sagen. Hat mich echt positiv überrascht. Das Ganze. Auch die Gebäude super gewählt hier. Passt irgendwie alles ineinander. So, was ist hier? Leer. Alles klar. War ja sowas von logisch. Jo, wie gesagt, Link werde ich verlinken und Karte könnt ihr dann spielen, wie ihr wollt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.